Ich habe den Kanal bewusst umstrukturiert, sodass er mehr für Anfänger im Bereich Krisenvorsorge da sein sollte. Denn der erfahrene Prepper oder Krisenvorsorge Menschen wissen schon das, was ich ihnen zu erzählen habe. Mir geht es darum, jetzt, ja, ich will nicht mal sagen am Beginn einer Krise, sondern in der Krise, dieses Thema Menschen näher zu bringen, die bis jetzt noch nicht daran gedacht haben, und ein bisschen Impulse zu setzen und ihnen so für den Anfang und für den Start ein paar Informationen zukommen zu lassen. Der Kanal erhält ein Gesicht. Bisher war ich ja auf keinem Video zu sehen. Trotz meiner 15 Jahre Erfahrung im Bereich der Krisenvorsorge, Prepper, habe ich natürlich nicht den Stein der Weisen gefunden. Und auch nicht alles, was ich sage, mag richtig sein. Es sind Erfahrungswerte, die ich für mich gesammelt habe. Ausschließlich für mich. Was ihr davon übernehmt, liegt bei euch. Ihr solltet allerdings alle Informationen, die ihr bekommt, auch die von mir, hinterfragen und prüfen. Unsere Gesellschaft, ja, sie ist geprägt davon, dass man einfach Dinge glaubt und tut, weil sie einem erzählt werden. Das solltet ihr ablegen. Ihr solltet stets die Dinge hinterfragen. Nicht einfach hinnehmen. Und wenn jemand ein Gespräch mit dem Satz beendet, das ist alternativlos, dann wisst ihr, was ihr davon zu halten habt. Das wird heute ein sehr gemischter Beitrag. Gemischte Überlegungen, ich zeige euch ein paar Pflanzen. Ich führe etwas zum Sammeln aus, wie viel man sammeln muss, was Sinn macht zu sammeln. Ja. Das ist ein Rundgang, der circa 1,5 Stunden dauern wird. Ja, aber keine Sorge, ich filme nicht 1,5 Stunden durch. Nur an markanten Stellen, was ich auszusagen habe, was mir so in den Kopf schießt. Mal total unvorbereitet, unstrukturiert. Normalerweise bereite ich meine Texte vor. Heute rede ich einfach mal so ins Blaue hinein. Im Moment ist es besonders wichtig, sich immer wieder über die aktuelle Lage zu informieren. Man sollte sich dabei nicht auf die Mainstream-Medien verlassen, denn hier wird oft vieles verschwiegen oder beschönigt. Das war schon zur Finanzkrise so, als unsere Kanzlerin Merkel führende Vertreter der Presse eingeladen hat ins Kanzleramt und ihnen mehr oder weniger verboten hat, die Wahrheit zu schreiben, um eine Massenpanik zu vermeiden. Das wird jetzt nicht für anders sein. Deshalb informiert euch in alternativen Medien. Am besten noch, ihr habt ein Netzwerk, Bekannte, Freunde, die euch aus erster Hand berichten können, was bei ihnen so abgeht. Zum Beispiel von Sparkassen oder Bankangestellten in führenden Positionen und dergleichen. Medizinern, Angestellten in Labors, was auch immer. Eine Wasserquelle, derer sich viele nicht bewusst sind, befindet sich auf Spielplätzen. Manchmal gibt es dort Wasserpumpen. Die liefern zwar kein Trinkwasser, aber relativ sauberes Wasser, das nach ein paar Minuten Abkochen durchaus als Trinkwasser hergenommen werden kann. Natürlich werden diese künstlichen Brunnen, die zum Kinderspiel dienen, mit zunehmender Dürre stillgelegt werden. Aber im Moment funktionieren sie noch. Was mir zurzeit auffällt, ist der Abbau der Demokratie. Naja, eine echte Demokratie hatten wir ja in Deutschland noch nie. Es war immer eine parlamentarische Demokratie, die natürlich letztendlich von den Parteien bestimmt wurde, die sich nicht immer an oder eigentlich seltenst an das gehalten haben, was sie als Wahlversprechen gaben. Aber jetzt gerade in Zeiten einer Pandemie wurden Dinge umgesetzt. Es ist unglaublich, wie die Demokratie aufgeweicht wird. Durch die Pandemie erreicht man natürlich Versammlungsverbote, Demonstrationsverbote.
Man kann vieles rechtfertigen, auch an eigenen Verschulden der Vergangenheit, in finanzieller Art, wie auch immer. Kleine und mittelständische Unternehmen werden durch Lockdown, den ersten Lockdown, schon schwer angeschlagen sein, wenn nicht sogar schon in die Pleite getrieben. Ein zweiter Lockdown wird vielen kleineren und mittelständischen Firmen ein Chaos machen. Wir bewegen uns hin in eine Gesellschaft, die von größeren Firmen oder Konzernen dominiert wird. In meinem Kanal externe YouTube-Videos findet ihr interessantes Infomaterial zu verschiedensten Themen. Was uns die Presse zurzeit erzählt, ist, dass ein Impfstoff entwickelt wird, dass die schnell zur Verfügung stehen werden. Was die Medien uns verschweigen, ist viel schlimmer. Dass diese Impfstoffe keine normalen Passiv- oder Aktivimpfstoffe sind, sondern mRNA-Impfstoffe, sogenannte Vektorimpfstoffe. Man redet hier von harmlosen Nebenwirkungen. Ich verlinke oben mal ein Video auf einmal diese Vektorimpfstoffe, die in Oxford entwickelt wurden und die Resultate, die ein Biologe freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat und ebenfalls vom gleichen Anbieter, YouTube-Anbieter, ein Video zu mRNA-Impfstoffen und wie diese funktionieren und wirken. Was mich dabei so bedenklich stimmt, ist die Tatsache, warum man uns das verschweigt. Warum erzählt man uns nicht, um welchen Impfstoff es sich handelt? Warum erzählt man uns nicht, dass die kürzeste Zeit, in der jemals ein Impfstoff entwickelt wurde, 8 Jahre betrug und heute soll es auf Monate gehen? Wie sicher kann so etwas sein? Ich denke, die Risiken sind nicht unerheblich. Und wenn so ein Impfstoff zugelassen wird, kommt das einer flächendeckenden, massiven Körperverletzung, einer schweren Körperverletzung gleich. Denn die Spätfolgen sind noch gar nicht absehbar. Ich bin generell kein Impfgegner. Aber diese neuen Vektorimpfstoffe oder mRNA-Impfstoffe, die nicht ausreichend getestet wurden, und da können die Regierung sagen, was sie will, es ist so, sie sind nicht getestet, nicht ausreichend getestet, kommen für mich nicht in Frage. Ich würde so einer Impfung nicht zustimmen. Aber was würde man tun, wenn eine Impfpflicht kommt oder ein Impfzwang durchgeführt wird? Kann man sich dem überhaupt entziehen? Das dürfte sehr schwer sein. Wenn man dann nicht mehr arbeiten gehen darf, weil man nicht geimpft ist oder nicht mehr in einen Laden, um einzukaufen, das Leben wird auf jeden Fall nicht einfacher werden. Jeder muss für sich selbst entscheiden, will er sich dieser Impfung unterziehen oder nicht. Ein weiterer Fakt ist es, uns wird nicht erzählt, wie es momentan wirklich um unsere Wirtschaft bestellt ist. Die Arbeitslosenzahlen steigen, ja, aber das wird ja sehr verharmlost. Die richtigen Pleiten kommen jetzt erst im September, Oktober 2020, denn das Insolvenzgesetz ist ja aufgeschoben worden bis September. Und dann wird man sehen, wie viele Firmen pleite gehen. Nur an diesen Pleiten hängen auch Menschenleben, Verdiener, die dann plötzlich auf der Straße stehen. Die Arbeitslosenzahlen werden auf jeden Fall nach oben schnellen. Auch die vielen Leute in Kurzarbeit, die nur noch einen Bruchteil ihres Gehalts bekommen, ja, die kämpfen momentan finanziell ums Überleben. Die Regierung sagt zwar, unsere Inflationsrate ist gesunken. Ja, auf welche Produkte? Wenn man sich anschaut, im Bereich der Lebensmittel ist sie eher gestiegen. Ein Päckchen Nudeln, das vor Covid noch 29 Cent kostete, kostet jetzt unglaubliche 49 Cent. Und da redet man von einer negativen Inflationsrate. Das ist unglaublich, wie wir verarscht werden. Regelrecht verarscht. Selbst stadtrandnah lassen sich immer wieder essbare Pflanzen wie Brennnesseln finden. Die Samenstände der Brennnessel sind sehr proteinreich. Selbst Kleeblüten sind essbar und im jungen Zustand einlegbar wie Kapern. Spitzwegerich ist getrocknet und auch mit Honig eingelegt ein guter Hustensirup bzw. Hustentee. Huflattichblätter sind jung, wirklich würzig und gut zu verspeisen. Viele Bankenpleiten stehen uns ins Haus. Auch in den Aktienmärkten wird momentan neu reguliert. Eigentlich ab 1.1. nächsten Jahres. Sodass Kleinanleger wahrscheinlich Verluste machen werden. Nicht nur wahrscheinlich, sondern sogar sehr wahrscheinlich.
Dann wird auch das Tetragold besteuert, das sonst immer nach einem Jahr steuerfrei war. Der kleine Mann wird nur Nachteile erleiden. Und dazu gehört auch ihr. Wild wachsende Obstbäume, die von niemandem bewirtschaftet werden, wachsen fast überall. Holunderbeeren stets bei über 70 Grad behandeln, da sie ein Gift enthalten. Jeder sollte für sich selbst oder zusammen mit der Familie eine rote Linie ziehen. Eine Linie, die wie eine Grenze dazu da ist, dass man handelt, wenn sie überschritten wird. Handeln. Was soll man denn tun, wenn sie überschritten wird? Das ist eine gute Frage. Man muss sich der Konsequenzen, die entstehen, wenn man sich zum Beispiel nicht impfen lässt und dann den Job verliert, damit muss man sich abfinden und arrangieren. Man muss vorbeugen und sich vorbereiten. Also gilt es, jede Situation, die entstehen könnte, zu überdenken und zu bewerten, ob man darauf vorbereitet ist oder nicht. Für mich und meine Familie wäre eine Zwangsimpfung oder Impfpflicht mit einem Vektorimpfstoff oder einem mRNA-Impfstoff, der nicht ausreichend getestet wurde, so eine rote Linie. Wir wissen noch nicht genau, wie wir damit umgehen werden, aber wir werden uns zusammensetzen und überlegen, was man tun kann. Vielleicht tut ihr das ja auch. Dann lasst mir eure Anregungen in den Kommentaren zurück. Einer findet ein, zwei Lösungen. Viele finden viele Lösungen. Und darauf kommt es heute an. Eigentlich sehr stadtnah. Keine 10 Minuten von der Stadtrand entfernt findet man schöne Naturgebiete. Hagebutten. Die Samen der reifen Rosengewächse sind immer essbar. Man kann Marmelade daraus fertigen. Obwohl es stark bewölkt ist, ist ein sehr schwüler Tag. Diese Lehmabbaugrube habe ich schon als Kind besucht. Sie ist immer noch in Betrieb und es werden immer noch Ziegel daraus gebrannt. Der Betreiber hat jetzt sogar neue Bäume am Rand entlang gepflanzt. Das finde ich cool. Viele der angepflanzten Bäume sind Obstbäume, wie dieser Kirschbaum hier, aber auch Apfelbäume. Und das nächste dürfte ein Birnbaum sein, wurden angepflanzt. Die werden mit Sicherheit nie bewirtschaftet. Man kann sich diese Stellen schon mal vormerken, entweder an einem kleinen GPS-Gerät oder auf einer Karte. Und die nächsten Jahre vorbeisehen. Sich so eine rote Grenze, eine Linie zu ziehen, macht natürlich nur Sinn, wenn man dann auch bereit ist, das, was man geplant hat, durchzusetzen, umzusetzen. Wer heute noch glaubt, durch Demonstrieren irgendetwas bewegen zu können oder politisch wirken zu können und politisch etwas zu erreichen, ja, der irrt. Um eine neue Partei überhaupt zugelassen zu bekommen, ist ein riesiger Aufwand nötig. Und Demonstrationen, man weiß es doch. Die Demonstration in Berlin hat offiziellen Stellen 17.000 Teilnehmer. Inoffizielle Zählungen ergaben weit über 100.000, vielleicht sogar 200.000 Teilnehmer. Ja, es wird heruntergespielt, bewusst heruntergespielt. Die Leute dort werden diffamiert als Verschwörungstheoretiker, Covid-Irrsinnige, Covid-Leugner, wie auch immer, nur um den Druck auf die Regierung zu verringern. Aber das sollte euch und mir egal sein. Prepper haben sich schon immer unpolitisch gehalten. Was nützt es mir, wenn ich politisch aktiv werde und dabei meine Familie untergeht? Es ist besser, sich um sich selbst zu kümmern. Das erspart viel Zeit und Energie, die man auf Demos verbringt. In der Zeit kann man viele Dinge erledigen. Einkochen, sammeln gehen, Reparaturen vornehmen, sein Haus sichern. Ja, das ist viel sinnvoller, als auf einer Demo mitzuwirken. Klar, damit zeigt ihr, dass ihr mit dem System nicht einverstanden seid. Aber es führt zu nichts.
Es ist reine Zeitverschwendung. Wenn es den Regierten passt, sind Demos natürlich cool und gut. So wie bei Life Matters Demos, auf denen genauso wenig Leute Masken trugen und Abstand einhielten, wie auf anderen Demos gegen die Covid-Auflagen. Ich will damit nicht sagen, dass ich gegen diese Auflagen bin. Ich bin der Meinung, lieber ist man etwas vorsichtiger, muss am Schluss die Zeche nicht bezahlen. Es stört mich nicht mal, diese Maske hier zu tragen, mich an Abstandsregeln zu halten, die Hände zu waschen oder zu desinfizieren, was ich immer mache, weil ich immer in die Arbeit mit dem Bus fahre. Was schadet es mir? Nichts. Apropos, ja, Desinfektionsmittel. Viele kaufen das immer noch sehr teuer ein. Geht am besten in den Baumarkt oder Supermarkt, kauft euch normalen Brennspiritus, versetzt diesen mit etwas Glykol, also Glucose, zum Rückfetten der Haut und Wasserstoffperoxid und ihr habt ein gut funktionierendes Desinfektionsmittel für weniger als 3 Euro den Liter. Leider schon abgeblüht. Lindenblüten. Ein hervorragender Erkältungstee. Hier ist einer der höchsten Punkte, auf dem man auf die A3 und die A3-Brücke über die Donau blicken kann. Bis weit hinein ins Land, wenn es weniger bewölkt wäre und weniger dunstig, könnte man noch viel mehr sehen. Von vielen wird immer wieder gesagt, es sei zu spät, jetzt noch mit dem Krisenvorsorge anzufangen. Dazu ist es nie zu spät. Ihr solltet jederzeit anfangen. Ihr solltet noch heute anfangen. Kauft einfach ein bisschen mehr ein und legt es euch in einen Schrank. Zweites Argument ist, wir haben nicht genug Stauraum. Stauraum lässt sich schaffen. Ich habe eine Regel zu Hause eingeführt, wenn etwas länger als 3 Jahre nicht benutzt wurde, fliegt es raus. Es wird bei eBay verkauft oder anderweitig verhökert oder verschenkt. Und von diesem Geld kann man sich wieder neue Vorräte kaufen. Und Vorräte müssen nicht teuer sein. Was viele bei der Bevorratung vergessen, sind Medikamente. Nehmt ihr Dauermedikamente, Schmerzmittel, Blutverdünner, so müsst ihr euch einen Vorrat anlegen. Das ist oft schwer, denn in den Arztpraxen wird mittlerweile mitgeführt, wie viele Tabletten ihr verschrieben bekommen habt und welche Dosierung ihr nehmt. Und dann sagt der Arzt, ja, ihr habt ja noch 100 Tabletten, warum braucht ihr noch welche? Ihr könnt das umgehen, indem ihr es auf Privatrezept, das müsst ihr natürlich dann zahlen, ordert. Aber es ist jedenfalls hilfreich, einen Vierteljahresvorrat anzulegen. Vor allem Schmerzmittel, Erkältungsmittel, Desinfektionsmittel, Blutverdünner. So etwas sollte man immer in Hausapotheke haben. Auch etwas gegen Übelkeit und Durchfall. Ihr müsst keine Mediziner sein, um euch in einer Krisensituation selbst ein wenig helfen zu können. Macht einen Erste-Hilfe-Kurs oder noch besser Ersthelferkurs. Sorgt dafür, dass ihr genug auch Verbandsmaterial zu Hause habt. Am besten ist es allerdings, wenn sich eine Gruppe von Leuten zusammentut, die ähnliche Interessen verfolgt, nämlich so eine Krise möglichst gut zu überstehen. Dann sucht euch Gruppenmitglieder, die sich ergänzen. Vielleicht habt ihr einen Arzt in eurer Bekanntschaft, vielleicht eine Krankenschwester, einen Intensivpfleger. Die können mit vielen Erkrankungen auch so umgehen. Im Extremfall kauft euch Infusionssysteme, die kann man jederzeit kaufen. Jeder bekommt die Infusionsflaschen mit Ringerlösung. Was für Medikamente ihr nehmt, das müsst ihr selbst entscheiden. Ob ihr auch Alternativen in Betracht zieht oder auf Pharmaprodukte zurückgreift, dazu will ich mich nicht weiter äußern. Aus Fichtennadeln kann man übrigens einen hervorragenden Tee zubereiten. Auch hier wieder ein wilder Obstbaum. Und wer hat als Kind noch keine Maiskolben genascht? Unser Gesellschaftssystem ist seit Jahren krank. Eine Finanzkrise jagt die nächste. Eine Wirtschaftskrise, die andere. Jetzt kommt die Pandemie hinzu. Aber seien wir mal ehrlich, schon seit 2008 war es absehbar, dass es so sein wird, wie es jetzt ausgenutzt wird. Man schiebt die Pandemie vor, um verschiedene Dinge umzusetzen. Vielleicht sogar einen globalen Finanzreset zu erzeugen.
Es gibt ja viele Berichte und Theorien darüber, dass so etwas passieren könnte. Nicht nur hierzulande, auch in den USA und anderen Ländern ist das Gesprächsthema Nummer 1 unter den Preppern. Daher schaut immer wieder, dass ihr euch Vorräte anschafft. Vorräte, Trinkwasser, die Wasserversorgung, ich weiß nicht, wer die Berichte verfolgt hat, ist auch nicht mehr sichergestellt. Wir haben zwar stark Regen, aber der gelangt kaum in unsere Grundwasserspeicher. Er fließt überirdisch ab in die Flüsse, die letztendlich ins Meer gehen und damit ist es als Trinkwasserreserve verloren. Die große Klette, vielmehr die Blätter der großen Klette, wurden früher als Tabakersatz benutzt. Schon in einem anderen Video erwähnt, aber nochmal, schafft euch Bücher an. Bücher über essbare Pflanzen, Pilze, Kräuter, Ersatzstoffe. Es gibt coole Bücher. Ich habe auch mal eins gefunden. Der Titel lautet, was Opa und Oma noch wussten. Dort steht alles darin, über Konservieren, haltbar machen, Beschaffung, auch Ersatzstoffe für verschiedenste Dinge wie Sahne, Kaffee. Das ist sehr interessant. Wenn ihr es euch zutraut, kauft euch noch einige Bücher über Notfallmedizin, sodass ihr euch wenigstens im Notfall helfen könnt. Hier handelt es sich um eine sogenannte Streuobstwiese. Die ist angelegt worden und jeder darf sich hier Obst organisieren. Hier gibt es Pflaumenbäume, Äpfel, Walnüsse, nochmal Äpfel. Ein Imker hat hier sogar seine Beuten aufgestellt. Birnen, nochmal ein Zwetschgenbaum. Die sind übrigens schon reif. Auch ein kleiner Mirabellenbaum steht hier. Oh, Schlehen. Wusste gar nicht, dass es hier hinten auch Schlehen gibt. Geröstete Eicheln benutzte man früher auch als Kaffeeersatz. Gemischt mit der Wurzel einer Wegwarte, die man ebenfalls rösten musste. Noch etwas zu Covid-19. Ich glaube nicht, dass Covid-19 an sich harmlos ist. Aber 80% der Leute, die sich infizieren, durchleben Covid-19 symptomlos. Gut, es können später Langzeitfolgen entstehen. Von den restlichen 20% sind ungefähr 5%. Ja, bis maximal 7% überhaupt Krankenhaus- oder intensivpflichtig. Und sterben tun noch viel weniger. Allerdings besteht immer die Chance, dass es genau einen selbst erwischt. Also ist es besser, sich nicht infizieren zu lassen. Natürlich kann man sagen, ich gehöre zu den glücklichen 80% oder zu denen, die sich gar nicht anstecken. Aber aus Erfahrung weiß ich, dass es schnell gehen kann. Eine Bekannte von uns hat sich infiziert. Sie war Covid-positiv, musste in Quarantäne. Und obwohl sie mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern zusammengelebt hat, auf engstem Raum, haben sich die nicht bei ihr angesteckt. Das ist also sehr selektiv. Man wird sehen, wo es hinführt. Aber ich bin lieber ein Stückchen zu vorsichtig, als am Schluss die Zeche zahlen zu müssen. So ortschaftsnah kann Natur sein. Wenn ihr könnt, sucht euch eine Ausweichstelle auf dem Land, einen Bekannten, möglicherweise sogar einen Unbekannten, mit dem ihr euch in Verbindung setzt, mit dem ihr mal ins Reden kommt. Kleine Höfe brauchen in der Krise immer wieder Arbeitskräfte. Und so könnt ihr Arbeit gegen Unterkunft tauschen. Wenn ihr das Glück habt, jemanden zu kennen, der so einen Hof abseits von großen Ansiedlungen hat, dann lagert dort jetzt schon Material für euch ein. Zum einen, wenn ihr Vorräte und Material auf verschiedene Stellen lagert, ist die Chance, alles zu verlieren, geringer. Es braucht nur mal zu brennen oder ihr habt eine Fliegerbombe in der Nähe, die bei der Entschärfung hochgeht. Ihr könnt so schnell euer Heim verlieren. In der Gruppe ist man immer sicherer als alleine. Man muss sich auch mal überlegen, wenn ich wirklich in eine Situation komme, in der das Ganze eskaliert,
Man weiß ja nicht. Und Plünderungen beginnen. Wie kann man denn zu zweit 24 Stunden da sein, die Versorgung sicherstellen, die Kinder betreuen? Das ist nicht möglich. Gruppen von 8 bis maximal 18 bis 20 Leuten wären optimal. Natürlich die Fähigkeiten und Fertigkeiten der einzelnen Leute möglichst breit gefächert. Aber so jemanden zu finden ist nicht einfach. Rosskastanien. Nicht essbar, aber man kann sie entweder ungeschält, also die Kastanien einfach so zermahlen und als Waschpulver benutzen. Oder wenn man die Schale entfernt, also die braune Schale um den Kern herum, auch für Weißwäsche verwenden. Sie desinfizieren die Wäsche zudem. Ein Weißdornstrauch findet man oft an Wegrändern. Im Frühjahr blüht er ganz gut schön. Die Blüten kann man in Zucker einlegen und hält durch aromatisierten Zucker. Die Beeren kann man theoretisch essen, sie haben aber einen großen Kern. Ja, auf dem kleinen Rundgang hier konnte ich euch einiges zeigen, aber sicher nicht alles. Dieser Rundgang dauert circa eine Stunde, eine Viertelstunde, je nach Laufgeschwindigkeit. Und würde man genauer suchen, würde man auch noch mehr finden. Wenn ihr Pflanzen sammelt, wird schnell klar, dass sie maximal als Vorratsergänzung oder leichtes Vorratstrecken geeignet sind. Ihr bräuchtet viel zu viel, um zum Beispiel den Kalorienbedarf von 2000 Kilokalorien zu decken, müsstet ihr 8 Kilogramm Grünzeug sammeln. Also 8 Kilogramm Brennnesseln und die müsstet ihr auch noch essen. Stellt euch vor, ihr seid eine fünfköpfige Familie. Da müsstet ihr 5 mal 8 Kilogramm, also 40 Kilogramm sammeln, um euch voll ernähren zu können. Das ist utopisch. Man kann damit Pesto machen, Soßen als Beilage nutzen oder als Salat. Aber eine Vollernährung werdet ihr mit Kräutern nie erreichen. Zumal Kräutersammeln ja auch bestimmte Jahreszeiten beschränkt ist. Ab Herbst, Spätherbst, November bis März, April werdet ihr kaum etwas Essbares finden oder nicht ausreichende Menge. Und selbst dann kommt es auf die Jahreszeit ein, was ihr sammeln könnt. Daher empfehle ich, erkundigt euch, beschafft euch Literatur. Geht hinaus. Auf so einem kleinen Rundgang kann man schon viele Plätze markieren, sich merken und dann zu betreffender Zeit wieder herkommen. Die Schlehen von vorhin, die kann man erst nach dem ersten Frost ernten, wenn man überhaupt welche will. Hagebutten sollten jetzt im nächsten Monat, sprich September, Oktober reif werden. Und so ist es mit vielen Dingen. Es ist nur saisonal verfügbar. Eine Pflanze, die wohl jeder kennt, ist auch essbar. Löwenzahn. Aber bitte nur Blüten und Blätter essen. Die Wurzel enthält einen Wirkstoff, der bei starkem Verzehr zu Problemen führt. Lost Place oder nicht. Das hier ist das Prüfeninger Schloss. Große Teile davon sind schon verfallen und werden nicht mehr in Stand gesetzt oder besucht. Wie stadtnah Natur sein kann, sieht man hier ganz gut. Ein fast völlig vergessener, versteckter Weg. Ist zwar als Wanderweg ausgezeichnet, aber wird kaum benutzt. Dort hinten am Wald hat mein Rundgang begonnen. Man kann die ehemalige Wirtschaft sogar noch erkennen, an der ich vorbeigekommen bin. Nach 2 Tagen da Regen oder immer wieder mal Regen, starke Bewölkung, kommt jetzt endlich die Sonne wieder raus. Kornelkirschen sind sehr sauer, aber man kann Likör daraus machen oder auch so mit viel Zucker einkochen, Marmelade machen.